Hallo und herzlich willkommen zur News-Sendung im Oktober 2021. Wir haben wieder allerhand Neuigkeiten für euch zusammengesammelt. Mit dabei heute der Tommy, der Alex und der Arthur. Der Hans ist aktuell auf dem Weg nach Nürnberg, glaube ich. Er hat noch eine User-Group-Treffen heute Abend. An die anderen ein herzliches Hallo und vielen Dank wieder für die Vorbereitung des Events und an alle Teilnehmer natürlich ein herzliches Willkommen. Wir haben zwei, drei Veranstaltungen, habe ich noch mitgebracht, was in naher Zukunft stattfindet, die User Groups und so weiter hier mal außen vor gelassen. Wir haben eine Veranstaltung Lernvideos zu Microsoft 365, wie man die in Microsoft 365 integrieren kann. Wir gucken uns mal an, Teams als Learning-Plattform. Dann haben wir was mit Change Management Framework auf dem Weg zu New Learning, wahrscheinlich gehört das S hier raus, und effektive Zusammenarbeit mit Collaboration Tools sind alles virtuelle Events, wo man teilnehmen kann. Die Präsentation und die Links, vielleicht magst du noch reinkopieren, Dominik, in den Chat, dann sind sie da auch gleich verfügbar. Ansonsten, wir liefern jeden Monat an unsere Kunden die aktuellen Videos und so weiter raus, direkt in Stream, direkt in SharePoint oder in Teams, wo ihr es haben wollt. Wenn ihr dazu Fragen habt, für die, die noch nicht Kunden bei uns sind, gerne auf uns zukommen. An unsere Kunden ein herzliches Hallo an dieser Stelle auch. Vorab noch eine Info, Microsoft verabschiedet sich von User Voice. User Voice ist das Portal, wo Microsoft eigentlich immer auf die Rückmeldung gepocht hat, wo man sich doch registrieren soll und sagen soll, was man gut findet, was man schlecht findet. Da gibt es jetzt ein neues Portal, das nennt sich feedback.microsoft.com. Hier im Artikel wird das Ganze auch nochmal beschrieben vom Dr. Windows. Ich wollte hier eigentlich einen Screenshot reinplatzieren, bloß bei mir ging dann direkt schon mal die Seite feedback.microsoft.com nicht auf. Ich habe aber schon ein bisschen was gesehen. Sieht ähnlich wohl aus vom Aufbau. Also guckt da mal drauf. Alle Themen, die über 250 Votes haben, werden da auch migriert. Gucken wir auf das Thema Sicherheit. Da haben wir auch zwei, drei neue Videos, die wir jetzt ausliefern. Und zwar, wie man sensible Daten weitergibt, wie man die MFA beim Nutzer einrichtet. Also wir sprechen immer vom Anwender und wie man Dateien mit Labeling schützt, liefern wir an unsere Kunden dann aus, da aber unter dem Vorbehalt, dass ihr das auch im Einsatz habt und dass ihr uns die Freigabe dazu gebt. Ebenfalls im Bereich Sicherheit hat sich noch eine Änderung ergeben, und zwar beim Microsoft Authenticator. Bisher konnte man da, das ist die alte Ansicht links, dann die Zahlen auswählen, wenn man sich kennwortlos anmeldet. Jetzt wird es so sein, dass man das eintippen muss, vermutlich, um das Ganze noch etwas sicherer zu sein, machen, weil vorher hat man ja doch die Chance 1:3 gehabt, wenn man da die Zahl auswählt. Dann schauen wir auf die Power-Plattform und da übergebe ich auch schon an den Tommy. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ich grüße euch. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Was gibt's Neues in Richtung Power Platform? Und zwar Azure Active Directory Conditional Access sagt euch vielleicht was in Bezug auf diverse andere Geschichten, aber aktuell gibt es eine Public Preview, in der man Conditional Access auch auf einzelne Power Apps draufpacken kann. Das ist auch was in Zukunft kommt. Das Ganze ist dann zwar ein Task für einen Admin, aber doch insofern ganz gut, dass man eben sagen kann, okay, diese App bitte nur nutzen, wenn die und die Bedingungen stattfinden oder das und das ist nur erlaubt, wenn folgende Themen funktionieren. Also Public Access, behaltet das mal im Hinterkopf. Die nächste Folie, wenn er umschalten würde. Genau, das war ja auch schon angekündigt, etwas länger, dass man PowerFX-Formeln ein bisschen editieren kann. Aktuell auch wieder so ein bisschen in der Preview, wenn ihr da mal gucken wollt und ihr ein Environment bei euch im Tenant habt, das in der Region US ist. Ich würde das sowieso empfehlen, einfach ein Environment in Preview US aufzumachen. Das seht ihr nämlich ein paar von den Features und könnt ihr schon mal vorher testen, bevor sie denn generell ausgerollt werden. Und hier geht es darum, dass man in einer Applikation, wo man Daten hat, dann auf der rechten Seite unter Ideas so einen kleinen
neuen Bereich hat. Da kann man dann sagen, ich filtere auf etwas, jetzt wird hier Mai eingegeben, das heißt, der Filterstring wird kleiner. Dann gibt es aber nicht nur Mai, sondern man will vielleicht auch auf August filtern, kann eben so nach und nach oben sagen, was man haben will, und unten drunter kriegt man dann die Vorschläge und kann die Vorschläge dann übernehmen und hat sie direkt in der Applikation mit drin. Ja, bei den Solutions gibt es auch etwas Neues, und zwar gibt es eine neue Seite bei den Solutions, die ihr euch anschauen könnt. Die sieht ein bisschen anders aus als das, was wir sonst kennen. Jetzt sieht man hier alle Solution-Inhalte, kann über die Solutions filtern, hat da ein paar mehr Möglichkeiten. Ich finde das Ganze aufgeräumter und ein bisschen schöner als das, was es vorher gab. Das Ganze ist im Standard an. Das heißt, wenn ihr auf die Solutions draufklickt, kriegt ihr oben dieses Lösungstools oder die Visual Studio Code Erweiterung nutzen. Auch da gibt es neue Versionen. Da geht jetzt das Löschen von Solutions auch unter anderem sowohl in der CLI wie auch in den ALM Build Tasks. Und die Dataverse Search Suche, also die hieß früher Relevance Search, heißt jetzt Dataverse Search, ist nun im Standard in allen Produktionsumgebungen aktiv und verbessert so ein bisschen das Suchempfinden in Datensätzen, die in Dataverse gespeichert sind. Ja, Richtung Power Automate geguckt, was gibt es da Neues? Da soll es einen Co-Präsenz-Modus in Power Automate geben. Vielleicht sieht man das hier oben so ein bisschen, wie man das aus den Office-Anwendungen auch kennt, dass mehrere Leute sich in einem Power Automate Flow befinden können und können den editieren. Von dem, was angekündigt ist, ist es eher ein, jemand anders hat was gemacht, willst du deine Änderungen verwerfen oder die des anderen übernehmen? Also wir müssen mal gucken, wenn das wirklich da ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber angekündigt haben sie es jetzt, dass es ausgerollt wird, was da wirklich an Co-Präsenz geht oder ob man auch, so wie man es aus Word kennt, zusammen etwas machen kann. Jeder fügt eine Action ein, der andere sieht es. Da bin ich mal gespannt. Das wird auf jeden Fall kommen. Power Automate Desktop September Update. Da gab es gar nicht so viel vom Inhalt her. Ein neuer Willkommensscreen, aber ein neues Feature, das doch das ein oder andere Mal gebraucht werden kann, und zwar das Aufrufen eines Soap-Web-Services, ist jetzt als Action mit vorhanden, kann genutzt werden. Hier könnt ihr also hingehen, wenn ihr auf einem Rechner erreichbare Web-Services habt, diese einfach aufrufen. 21 neue Konnektoren im August und im September, da habe ich einmal zwei rausgepickt. Keine Schleichwerbung, aber das waren die, die mir ins Auge gefallen sind, von Develop einer und eben die Docs 42 Suite jetzt auch als Power Automate Konnektoren drin. Und dann habe ich noch, bevor ich gleich zu rübergehe, zu Power BI etwas, das zeige ich nur mal schnell. Aktuell gibt es eine Einstellung in Power Apps bei den zurückgezogenen Aktionen, in denen drin steht, dass die App-on-Start-Funktionalität von Power App, dass die zurückgezogen wird. Das heißt, App-on-Start wird es bald nicht mehr geben. Also die Funktionalität hier, was wurde da genutzt? Da wurden oft Daten geladen, Concurrent, Datenladen. App-on-Start wird ersetzt durch Start-Screen. Und bei Start-Screen wird, wenn die Applikation startet, eben der Screen als erstes aufgerufen, der unter Start-Screen steht. Im Allgemeinen ist es ja sonst der erste Screen, der hier oben in der Strukturansicht erscheint, aber hier steht der Start-Screen. Also achtet darauf und erzählt das euren Makern in der Company, dass sie bitte schon mal darauf gucken, dass sie auf jeden Fall auch jetzt schon im App-on-Start vielleicht sagen, navigate zu einem bestimmten Screen und dann die Logik da reinpacken, sowas wie ein Splash-Screen, ich lade Daten, und dann danach auf den Hauptscreen verweisen. Gut. Das von der Power-Plattform-Seite von meinem Bereich. Jetzt übergebe ich weiter. Ja, Tommy, du kannst am besten die Folie noch da lassen, weil danach bist du eh dann dran, wenn es für dich okay ist. Denn das erste Thema ist gleich auch mit Power Automate verbunden. Und zwar ist jetzt auch, aber weiterschalten musst du dann. Ja. genau, weil dann ist es direkt auch mit BI und Automate verbunden, denn es, der Connector für BI in Power Automate ist jetzt eben generell verfügbar und nicht mehr Vorschau. Die Folien, oder hast du nur deine Folien, Tommy? Nee, ich hab's, Entschuldigung. Okay. Jetzt hab ich's. Okay, dann, sorry, ich dachte nur, es geht so schneller. Und ich sehe immer noch deine alte Folie, deshalb mit dem mit 21, ja genau. Und zwar sind diese Power BI-Konnektoren, die es ja schon immer gab und die aber offiziell noch Vorschau waren, sind jetzt generell verfügbar. Das so als
erste Ankündigung. Und dann gab es auch im BI selber keine großen Revolutionen, aber kleine Verbesserungen. Deswegen auf der nächsten Folie ist dann, Tommy ist abgestürzt. Na gut, dann übertrage ich doch selbst. Schade. Ja, mach mal selber, ja. Oder? Geht's? Ja. Ich mach selber. Vorhin ist bei mir, na gut. Muss ich mal den ganzen Bildschirm nehmen. So, und zwar genau, die Konnektoren haben wir gesehen. Dann gibt es die Buttons. Die Buttons haben zahlreiche neue Formatmöglichkeiten. Ja, von Icons bis hin zu individuellen Formen und Farben und Schattierungen. Also wer sich dafür interessiert, sollte da reingucken. Arthur, dann, du teilst den falschen Monitor. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Wir sehen die Preview-Geschichten. Deswegen wollte ich das nämlich nicht. Tut mir leid. Und weil ich nämlich nur mit dem Edge drin bin. Sonst teile ich wieder, kann ich auch gerne machen. Oder ist der Arthur jetzt ganz rausgeflogen? Das wäre natürlich schade. Ich glaube, es sieht dann auch aus, als ob der Arthur rausgeflogen ist. Also wenn du weitermachen könntest, Thomas, das wäre super. Alles klar, dann übernehme ich nochmal das Screen-Teilen, spule da ein bisschen vor. Wenn Arthur gleich wieder da ist, können wir ja gucken, dass wir ihn wieder einbinden. Ich habe eigentlich nur noch eine Folie zu Power Automate, zu Power Virtual Agents, Entschuldigung. Dort gibt es eine neue Vorlage, die ich ganz interessant finde, die sich darum kümmert, wenn man in einem Bot an einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, jetzt hätte ich gerne menschliche Interaktion, die einem dann es ermöglicht, quasi Menschen mit reinzubeziehen, indem man aus dem Power Automate, aus dem Virtual Agents heraus über Power Automate dann Nachrichten Richtung Microsoft Teams postet, dass dann in Teams jemand sieht und der dann direkt einsteigen kann in die Kommunikation mit dem entsprechenden Anforderer. Das Ganze gibt es als kleines Beispiel, als Vorlage, die einfach mal über den Link nehmen, ausprobieren, reinladen, gucken, was da drin passiert und dann das übernehmen, was man vielleicht brauchen kann. Gut, weiter geht's zum nächsten Bereich, glaube ich. Ach, hier hätte ich noch ein paar Screenshots. Nächstes Mal. Microsoft 365. Perfekt, ja, jetzt müsstet ihr mein Bildschirm wieder sehen. Vielleicht noch kurz eine Info. Letztes Mal sind die Einladungen nicht an alle rausgegangen. Wir hatten dadurch auch ein paar Teilnehmer weniger. Ich habe vorher gerade noch den Link gepostet zur Aufzeichnung von der letzten Sendung. Wer da noch reinschauen möchte und das nacharbeiten möchte. Okay, dann schauen wir weiter. Neue Inhalte rund um Viva und Microsoft 365 haben wir einen neuen Lernpfad noch eingerichtet und ein Thema: Kann mein Chef mich mit Microsoft 365 überwachen, wo auch immer wieder Anwender danach fragen, kommen als Videos. Dann zu den News: Viva Connections Public Preview hatte ich letztes Mal schon mit dabei. Dieses Mal nochmal, gibt es jetzt auch auf dem Smartphone, funktioniert euer Intranet und es gibt Webparts, die ihr da nutzen könnt für Viva Connections, also die Intranet-Lösung. Und dann kommen wir zu Viva Learning und da habe ich was ganz Interessantes gelesen. Ich habe gestern auch schon mal über LinkedIn gepostet darüber, und zwar Viva Learning hieß es eigentlich. Viva Learning kostet $4, rund $4 pro Monat und Nutzer. Und jetzt kam im Admin Center eine Benachrichtigung, die ich auch tatsächlich nur im Admin Center bisher gelesen habe. Die grundlegende Viva Learning Erfahrung ist mit ihrer aktuellen Microsoft 365 Lizenz kostenlos verfügbar. Jetzt springe ich auf den Absatz, auf den nächsten. Um alle Funktionen von Viva Learning freizuschalten, können Sie Ihrem Abonnement Viva Learning Premium hinzufügen. Also es gibt jetzt wohl eine Free- und eine Premium-Version. Wer mehr darüber weiß, kann das gerne posten. Ich habe bis jetzt nichts weiteres dazu gefunden, obwohl ich mir Mühe gegeben habe bei der Recherche.
Ja, also es scheint so, dass man das aktivieren kann. Man kann in die Admin-Oberfläche reingehen und kann unter den Teams-Apps, also nicht den normalen Apps direkt in Microsoft 365 Admin Center, sondern in den Teams-Apps dann Learning aktivieren. Bei mir kommt allerdings noch eine Fehlermeldung, wenn ich es dann aufrufen möchte. Schauen wir in den Bereich Selbstmanagement. Auch da gab es ein paar Neuigkeiten, zum Beispiel die fünf besten Produktivitäts-Apps auf dem Smartphone, was wir mal zusammengefasst haben. Springen wir gleich in die Themen rein. Kein unlimitiertes Archiv mehr. Bisher war es so, dass wir das Archiv unbegrenzt groß war bei Outlook. Also sprich, wir konnten da massig Material reinwerfen. Jetzt wird das Archiv begrenzt auf 1,5 Terabyte. Also sprich, da müsste man mal drum gucken, wenn ihr da deutlich mehr drin habt, was euch da erwartet. Dann habe ich noch eine Vorschau gesehen, fand ich eigentlich ganz gut, dass man Besprechungen künftig angeben kann, wie man denn teilnehmen wird, also sprich online oder in Person. Ihr seht es jetzt oben rechts, gibt es ja bisher die Unterscheidung so noch nicht. Habe ich jetzt, wie gesagt, in einer Vorschau mal gesehen, hier oben rechts das Ganze. Und man kann künftig die Arbeitsstunden, also wir sind hier auch in Outlook im Web, auch als Vorschau dann angeben, wann ich denn so gedacht habe zu arbeiten, damit ich das anderen auch zeigen kann, wann ich denn wohl verfügbar bin. Kommen tut das ganze Zeug aus einem YouTube-Video und links habe ich euch das angegeben. Dann schauen wir noch auf den Dateien. Reiter, Dateien, Intranet und Videos. Zuerst mal zum Thema Videos. Hier sollte am Anfang Oktober, zuvor hat es geheißen Ende August, mit der Einführung begonnen werden, dass die Transkription jetzt sichtbar ist. Hier rechts im Bild sollte bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Bei uns ist es noch nicht der Fall. Also von dem her wird es wohl eher Ende Oktober bei uns werden, bis das verfügbar ist. In OneDrive, viele Grüße an der Stelle vom Hans, gibt es eine vereinfachte Befehlszeile, falls euch da der ein oder andere Nutzer mal fragt. Da sind jetzt einige Sachen, die vorher hier sichtbar sind, sind jetzt wohl versteckt hinter den drei Punkten. Und die Beschriftung wird auch ausgeblendet, also sprich nicht mehr so komplex. Anscheinend sieht man die Folien nicht weiter. Ich bin jetzt hier auf der Folie vereinfachte Befehlszeile. Geht das noch jemand so? Jetzt springe ich auf die Folie Anzeige der ausgewählten Filter. Okay. In Lists wird man künftig, wenn man hier einen Filter setzt, diese Filter da oben sehen. Also es ist nicht so, dass ich hier oben die Filter angeben kann, so habe ich zuerst gedacht, und dann nur draufklicken kann, um den Filter zu aktivieren. Nein, es ist anders. Ich muss hier zuerst mal filtern und dann wird mir der Filter hier dann angezeigt, die ich gesetzt habe. Eine Neuerung in Microsoft Lists. In SharePoint scheint es künftig keine Berechtigungsregelung mehr für SharePoint Kanal-Websites zu geben. Also sprich, dann kann man die Websites nicht mehr eigens anders berechtigen. Bisher konnte man sowohl in Teams Berechtigungen einstellen als auch in SharePoint. Und die konnten auch durchaus anders oder unterschiedlich sein. Das führte dann dazu, dass die Leute aus dem Team keinen Zugriff mehr hatten auf die Inhalte von der SharePoint-Site, beziehungsweise man konnte da auch noch ganz andere Leute darauf berechtigen, soll jetzt wohl ausgemerzt werden hier mit dieser Ankündigung. Dann kommt noch eine Neuerung. Hub-Websites können nun anderen Hub-Websites zugeordnet werden. Das war bisher nicht möglich. Eine Hub-Website konnte nur mehrere andere Sites verknüpft werden, aber keine Hub-Website nochmal einer anderen Hub-Website. Also wir kriegen jetzt eine gewisse Verschachtelung hin, um zum Beispiel sowas wie hier abzubilden, Organisation, Marketing und dann das Marketing für einen bestimmten Bereich, wo jetzt zwei oder drei untereinander dann sind.
In SharePoint wird es einen neuen Terminologiespeicherverwaltung geben für die Website-Sammlungsadministratoren. Für die normalen Admins war es das schon länger jetzt da im Admin Center. Das ist aber tatsächlich für die Site-Owner. Also sprich, jeder, der ein Team, Besitzer eines Teams ist, ist auch automatisch Website-Sammlungsadministrator von der SharePoint-Seite, die dahinter liegt. Und da drin gibt es auch den neuen Terminologiespeicher. Wenn ihr vor allem mit Metadaten arbeitet, dann ist das interessant für euch. Dann gibt es noch einen neuen Navigationsswitcher für Team-Sites. Ihr seht das, zum einen diese Mega-Menüs, das haben wir schon länger, und zum anderen kann man sich jetzt auch entscheiden, ob horizontal oder vertikal. Dann gibt es Vorlagen für die Sites, gibt es ein paar von Microsoft und ein paar, wo ich selber einstellen kann von meiner Organisation, also sprich, wo ich dann eigene Vorlagen meinen Mitarbeitern mitgeben kann, damit die direkt nutzen, wenn ich eine neue SharePoint-Site anlege. Hier geht es nicht um die SharePoint-Site, die ich anlege, wenn ich ein Team neu anlege, sondern tatsächlich, wenn ich eine Site in SharePoint gründe. Dann schauen wir auf die Office-Apps noch drauf. Auch da haben wir 2, 3 neue Videos. Einmal das Thema Barrierefreiheit haben wir nochmal aufgegriffen, weil wir doch festgestellt haben, dass das ein größeres Thema bei einigen unserer Kunden ist. Wie gestalte ich da meine Dokumente und so weiter? Und wie übersetze ich während einer Besprechung meine Folien live? Kann Teams mittlerweile ausführen. In Word, Android, also sprich, wir sprechen jetzt von der Word-App, auf Android gibt es künftig Textvorschläge während dem Tippen. Also sprich, ich tippe was und dann schlägt er mir die nächsten Worte vor. Wenn ich dann nach rechts wische, werden die automatisch eingetragen. Und Groß- und Kleinschreibung lässt sich jetzt leichter verändern, indem dass er mir hier Vorschläge macht, damit ich nicht alles neu tippen muss, bloß weil ich irgendwas groß oder klein geschrieben haben möchte. Dann gibt es ein verbessertes Scrollen in Excel. Da haben wir auch schon mal eine Vorschau gesehen. Verbessertes Scrollen heißt, bisher war es so, wenn ihr jetzt eine sehr hohe Zeile Nummer 2 habt und ihr scrollt nach unten, dann hüpft er irgendwann von 2 komplett auf 3 und dann ist die 3 nur noch sichtbar und die 2 blendet raus. Also sprich, er geht immer nach diesem Zellenraster. Und genau das passiert jetzt künftig nicht mehr, sodass er auch bei einer halben Zelle zum Beispiel stehen bleibt. Spielt jetzt so, wenn man einzelne Zellen hat, die nur 10 Punkte groß sind oder Pixel, überhaupt keine Rolle. Wenn man aber mit sehr großen, sehr hohen Zellen arbeitet, dann nervt es unheimlich, wenn der immer nach dem Raster springt. Hier war es ganz interessant. Microsoft hat da auch mal einen Einblick gegeben, was sie alles ändern mussten, nur um diese Funktion zu implementieren. Ich lese es jetzt nicht vor, aber ist eigentlich ganz spannend, was alles dahinter steckt, nur um so eine Kleinigkeit dann zu ändern. Als Stichwort hier nur, er richtet zum Beispiel das Klicken und einige Berechnungen und so weiter richtet er immer an der Zelle oben links aus. Und die ist natürlich so nicht mehr verfügbar, wenn die nur halb angezeigt wird. Und ja, gab wohl massiven Stress rund um das Ganze. Fand ich mal interessant, da einen Einblick zu kriegen. Steht alles auf der Folie drauf. PowerPoint kriegt eine neue, ziemlich coole Funktion. Habe ich auch in einem Video gesehen. Ich kann künftig mein Webcam-Bild in PowerPoint auf die Folie draufpacken. Also ihr seht es, ich habe jetzt hier meine Folie und könnte jetzt hier mein Webcam-Bild einbinden. Da kann ich dann auch die ganzen Formatierungsfunktionen von PowerPoint nutzen, zum Beispiel meine Webcam zuschneiden oder irgendwie solche Effekte oder sowas. Und dann gebe ich meine Präsentation frei und in meiner Präsentation ist dann auch mein Webcam-Bild. Also sieht ziemlich cool aus. Mal gucken, wie viele Anwendungsszenarien es dann dafür tatsächlich gibt. Will ich auf jeden Fall dann mal ausprobieren. Wird bestimmt auch spektakulär, wenn wir das erste Mal testen, mit vielen Problemen verbunden sein. Schauen wir auf Zusammenarbeit. Planner kann man jetzt auch Aufgaben von einem Plan in den anderen verschieben. Jetzt sagt der eine oder andere, hey, das konnte man doch bis jetzt auch schon. Ja, wenn der Plan innerhalb derselben Gruppe war. Also sprich, ihr habt eine Gruppe und darunter mehrere Pläne, dann konntet ihr die Aufgaben von einem Plan zum anderen hier verschieben. Wenn aber ein weiterer Plan in einer anderen Gruppe drin war, dann konntet ihr die Aufgabe da nicht hin verschieben. Und das funktioniert jetzt künftig, dass man auch dahin seine Aufgaben verschieben kann. Dann gibt es noch einen neuen Bereich innerhalb vom Planner mit vorgeschlagenen Plänen. Ja. Eine neue Whiteboard-App, die wird
wirklich komplett überarbeitet, also nicht bloß ein bisschen so kaschiert, sondern tatsächlich einige Neuerungen da drin. Ich gehe kurz drüber, 40 neue Vorlagen kommen dazu. Ihr seht die hier im Schnelldurchlauf, was man da alles nutzen kann für die Whiteboard-App, um da schneller zu starten. Es gibt neue Sticky Notes und Raster, um seine Notizen und so weiter da anzuordnen. Man kann neue Reaktionen vergeben, also sprich, ich kann an so ein Sticky Note oder an ein Element so eine Reaktion heften. Es gibt neue Formen, die ich da zeichnen kann, die es schon als Shape gibt. Dann gibt es neue Pfeilzeichenwerkzeuge, also sprich, ich zeichne dann bloß noch einen Strich und der macht mir automatisch einen Pfeil draus. Er hilft mir, gerade Linien zu zeichnen, indem dass er die dann ausrichtet. Er hilft mir, Formen zu zeichnen, indem dass er sie erkennt. Das gab es auch bis jetzt schon. Es gibt ein paar Tastenkombinationen für die Whiteboard-App, weil die auch auf dem PC etwas angenehmer zum Bedienen sein soll. Finde ich auch ganz gut, war bisher sehr mühsam. Dann gibt es eine verbesserte Ausrichtung von den einzelnen Elementen, dass ich mir da leichter tue, ähnlich wie wir das bis jetzt schon vom PowerPoint kennen. Entschuldigung. Dann gibt es verschiedene Ebenen, auch das kennen wir aus PowerPoint, dass wir zum Beispiel etwas in den Hintergrund bringen können oder in den Vordergrund. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die es künftig geben wird. Die gibt es nicht ab sofort oder ab Erscheinen, und zwar kollaborative Cursors, also sprich, dass mehrere Leute da mit dem Cursor rumfahren. Das kennt man schon aus anderen Apps, die nicht von Microsoft sind, dass es sowas gibt. Sowas soll noch kommen, wird jetzt beim Erscheinen nicht der Fall sein. Und es soll einen Laserpointer geben, damit ich mir leichter tue, da irgendwas zu zeigen. Okay, dann habe ich noch zwei Sachen zu Teams und dann übergebe ich auch schon an den Alex. Es wird künftig eine Webcam-Helligkeitskorrektur geben. Ihr seht das hier in dem Screenshot. Da gibt es dann künftig Videoeffekte, dass meine Webcam automatisch etwas überarbeitet wird. Dann gibt es verbesserte Webinar-Funktionen. Die Teilnehmer kriegen dann automatisch eine Einladung für das Webinar, wenn sie sich registrieren, in ihren Kalender. Und noch ein paar andere Sachen. Dann gibt es eine LinkedIn-Live-Integration für die Webinare. Also sprich, wenn ihr ein Webinar aufsetzt, könnt ihr das auch über LinkedIn Live dann wohl übertragen künftig. Und man kann künftig Live-Events neu starten. Also sprich, wenn ihr da ein Live-Event habt und es funktioniert irgendwas nicht und ihr müsst das mal ausschalten und wieder einschalten, dann ist es künftig wohl möglich. Alex, ich übergebe an dich. Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas. Ich habe mir gedacht, wir sind ja nur 300 hier heute im Call, da kannst du ja mal was Neues ausprobieren. Und sowas ganz Verrücktes wie den Präsentationsmodus an dem neuen Surface Hub quasi mal auszutesten. Wir schauen einfach mal, was passiert, aber ich sehe schon, das hat schon mal nicht geklappt. Sensationell. Zack, jetzt gucken wir mal, was seht ihr jetzt? Nix, einen schwarzen Bildschirm. Na, ist das so? Oh, oh, oh. Ich habe das hier 300 Mal gerade getestet, dass das funktioniert. Aber noch ein Versuch, Thomas, und dann wechsle ich sonst. Wir haben vollstes Mitgefühl mit dir. Ich wollte das testen. Der Hub hat ein Update gekriegt, das muss doch funktionieren. PowerPoint-Bild teilen. So, zweiter Versuch. Genau. Ja, hochkant ist es zum Sehen. So, jetzt kommt es nachher. Ganz perfekt. Genau. Also mehr geht tatsächlich nicht. Ne? Der Hub hat halt dieses Riesenbild jetzt im Prinzip. Und ich hoffe, ihr könnt es trotzdem ein bisschen lesen. Also, ich wollte es unbedingt ausprobieren, also mal was Neues. Denn wir haben ja an dem Surface Hub entsprechend die Teams-App neu bekommen. Und die hat jetzt quasi Parität zur Desktop-App. Und ganz kurz dazu erzählt, putzig finde ich es schon. Die ganze Menüleiste ist jetzt identisch zur Windows-App. Aber statt dass sie oben ist, wo sie ja überall ist, ist sie unten. So viel zur Parität. Also, was seht ihr hier Schönes Neues? Zitieren in Chat. Ich glaube, die Funktion, die am meisten nachgefragt war in den letzten 4,5 Jahren, sie ist endlich da. Ihr könnt auf die 3 Menüpunkte gehen bei einem Chat und auf Antworten gehen oder Reply, wenn ihr es auf Englisch habt. Und dann könnt ihr jetzt zitieren in der Desktop-App. Ich werde verrückt. Mein Gott, 4,5 Jahre hat es gedauert. War wohl ein bisschen schwieriger.
Dann haben wir Chatnachrichten anpinnen. Die Funktion ist bei mir noch nicht freigeschaltet, soll aber kommen. Ihr könnt also eine Chatnachricht oben anpinnen. Das sehen wir hier im Video. Und genauso wie das da aussieht, frage ich mich auch, was das soll. Sorry, ich habe keinen Anwendungsfall dafür. Vielleicht habt ihr einen, gebt ihn gerne in den Chat rein. Wichtig zu wissen, jeder, der im Chat drin ist, kann jede Nachricht oben anpinnen. Das heißt also, jeder kann das auch überschreiben. Frage ich mich noch mehr, welchen Sinn das macht, aber es funktioniert jetzt auf jeden Fall. Dann Präsentation direkt aus PowerPoint starten. Richtig cool, Leute, richtig cool. Ist bei mir auch schon ausgerollt. Also ihr könnt in einem Teams-Meeting drinne sein. Dann geht ihr rüber auf euren PowerPoint-Bildschirm und sagt oben rechts, wie wir es hier gerade sehen, Present in Teams. Und er springt automatisch rüber und öffnet PowerPoint live, so wie wir es hier gerade sehen, mit der Präsentation, die ihr habt. Wichtig vielleicht zu wissen, von der Größe her müsst ihr halt gucken. Ich weiß nicht, ob sie zwingend in OneDrive liegen muss, damit er das tut, oder im SharePoint liegen muss, oder ob er sie dann einfach hochlädt. Nur wenn die dann natürlich wie diese Präsentation hier mit 103 Slides entsprechend groß ist, wird es einen Moment dauern. Das nur zur Info. Aber es funktioniert schon. Dann haben wir Apple CarPlay. Ja, habt ihr bestimmt mitgekriegt. Ging ja Social ziemlich wild. Wir haben jetzt die Teams-App in Apple CarPlay drin. Ja, mit Bedienung, mit Tasten ist ja nicht bei Apple CarPlay. Ergo bleibt nur Siri. Ich habe wirklich das Internet auf den Kopf gestellt. Ich finde die Siri-Befehle nicht. Also es gibt keine Dokumentation über die Siri-Befehle. Ihr müsst es halt mal ausprobieren. Also sowas wie starte das Meeting oder so. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gemacht. Gebt es gerne in den Chat rein. Ich sehe gerade nicht mehr den Chat, aber ich gucke da gleich nochmal drauf und schreibt da auch noch was zu, wenn ihr da noch was habt. Also da müsst ihr mal gucken, wie ihr mit den Siri-Befehlen klarkommt. Aber hypothetisch könnt ihr jetzt also an einem Meeting teilnehmen, einen Anruf durchführen oder sogar Chatnachrichten senden, direkt aus dem Auto raus. Ja, dann gibt es ein paar Updates für die MTRs. Also das sind die Meeting Room Devices, die ihr in euren Meetingräumen halt habt, die MTRs für Windows oder Android, hier in diesem Fall jetzt für Windows erstmal. Ein sensationelles Update. Ich weiß, wahrscheinlich hat nicht jeder von euch ein MTR für Windows stehen und vielleicht haben auch nicht alle zwei Bildschirme angeschlossen. Aber bei uns ist das so, wir haben zwei große 65-Zoll Bildschirme und es war immer ätzend, weil der eine Bildschirm hat die Teilnehmer gezeigt und der andere Bildschirm hat die geteilten Inhalt gezeigt. Wenn kein geteilter Inhalt war, war der zweite Bildschirm schwarz. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt werden die Teilnehmer über alle Bildschirme verteilt, die angeschlossen sind. Und nur wenn geteilter Bildschirm auch wirklich die Funktion gebraucht wird, dann ändert sich ein Bildschirm in den geteilten Bildschirm und die Personen wandern alle rüber. Finde ich richtig, richtig geil gemacht. Dann natürlich die neue Oberfläche an den Teams Room Systems. Ist optisch ein bisschen verändert worden. Parität herstellen war das Thema. Viele Funktionen, ich blätter da auch einfach nur durch, sind jetzt also sowohl an den MTRs für Windows als auch am Surface Hub jetzt freigeschaltet worden. Sehen wir hier schon Live-Reaktionen, genauso wie eben Meeting abschließen oder die Chat-Nachrichten oben, die Bubbles, gab es auch vorher nicht in den MTRs. Das ist jetzt alles nachgezogen worden, damit wir Einheitlichkeit haben. Ja, und ihr seht ihr es schon, das ist genau das, da stehe ich mich gerade vor dem Teams Room System am Surface Hub. Und da seht ihr schon, unten ist jetzt die Menüleiste. Kann ich hier eigentlich auch drauf malen? Ja, hätte ich drauf machen können. So, genau, müsstet ihr es eigentlich auch sehen. Ist jetzt unten die Menüleiste. Keine Ahnung, was der Quatsch nun wieder soll, warum sie die nicht oben hingemacht haben, wo sie immer eigentlich ist. Gut, jetzt ist sie halt unten. So, was haben wir noch? Ausblick. Auch ich habe ein bisschen was mitgebracht, was neu angekündigt wurde im September. Und was gehört dazu? Ihr könnt mit Control oder Steuerung Spacebar euch unmuten, während ihr gedrückt haltet. Ich bin mal gespannt. Ich finde es ganz cool, denn das ist ja manchmal so, ne, da musst du nicht mehr mal mit der Maus oben rechts da das suchen, wo muss ich jetzt hindrücken. Ja, manche von euch kaufen ja hier die Stream Decks von Elgato und machen sich da Tastenprogrammierung drauf. Das ist vielleicht viel smarter. Gucken wir mal, wenn es denn jetzt diesen Monat kommen soll. Dann haben wir natürlich, wichtig für die Admins unter euch, Purchase Teams Apps. Also ihr könnt zukünftig über den App Store innerhalb der Oberfläche entsprechend die Subscriptions kaufen für die Apps. Das ging ja bisher nicht. Bisher konntet ihr zwar die App installieren, aber ihr hattet, wenn ihr keinen gekauften Plan hattet, von dem Hersteller, von dem Drittanbieter, konntet ihr euch gar nicht anmelden. Das ändert sich jetzt. Das kann quasi auch über den Admin Center entsprechend freigeschaltet werden, sodass hier auch die Subscriptions gekauft werden müssen. Also Admins, habt da ein Auge drauf. Dann haben wir die Ruhezeiten. Das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, eigentlich war das schon gefühlt angekündigt, aber tatsächlich seht ihr ja hier, Last Modified und Added to Roadmap, 17. September. Vorher war es nicht drin, keine Ahnung. Ich bringe es deswegen nochmal mit. Ihr werdet zukünftig in Viva, Microsoft Viva Insights, könnt ihr eure Ruhezeiten definieren und zwar nicht nur für Teams, sondern auch für Outlook. Ja, das finde ich ganz cool, damit ihr nämlich auch keine E-Mails bekommt in der Zeit. Ob das dann auch so funktioniert, dass die quasi direkt nicht, oder die Benachrichtigung zumindest bekommt. So, Entschuldigung, E-Mails bekommt ihr natürlich, aber keine Benachrichtigung.
Genau, das könnt ihr da entsprechend einstellen. Dann haben wir noch das Thema Teams-Meetings. Da will ich nur ganz kurz sagen, ist jetzt auch nicht mega, aber ich meine, mal gehört haben, ist vielleicht nicht schlecht. Ihr könnt euer eigenes Videobild entweder anpinnen, also ihr könnt euch selber groß machen, ohne dass die anderen, das wisst ihr vielleicht, ne? Spotlight haben wir ja schon eben gesehen, dann seid ihr für alle groß, oder ihr könnt einzelne Personen anpinnen, dann waren die immer groß, aber das konntet ihr mit euch selber nicht machen. Das geht jetzt auch, dass ihr euch selber anpinnt, könnt euch selber groß sehen, oder aber ausblenden. Ihr könnt euer eigenes Vorschaubild komplett ausblenden. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es lenkt immer irgendwie gefühlt ein bisschen ab, weil man immer so ein bisschen auf sich selber guckt. Ich bin auch so ein Typ, ich sehe mich immer selber an. Keine Ahnung warum, ist irgendwie wahrscheinlich, na gut, mache hier viele Übertragungen, vielleicht liegt das einfach dran. Also ihr könntet auf jeden Fall jetzt entweder euch selber sehen oder komplett ausblenden. Ja. Und damit bin ich sogar schon durch. Das war gar nicht so viel diesmal. Aber die, ich sage es mal ganz kurz, Thomas, die Ignite steht an. Nee, Ignite, hilf mir mal eben. Die, was passiert jetzt? Ach, du hast den Bildschirm wieder geklaut. Die, na, welche Convention ist denn jetzt im November? Ja, komm. Ignite von 2. Ignite. Bis 5. hat es vorher gefehlt, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drauf gehabt. Aber ja, genau, kommt ja, jetzt im November mit einigen News, ja, absolut richtig. Gut, alles klar, das war's, vielen Dank. Viele Grüße an der Hans, der uns gerade mitgeteilt hat, dass er über CarPlay drin ist. Ja, Tommy, ich denke noch an Power BI, den Rest. Ich schließe noch kurz daran ab und dann hätte ich gesagt, machen wir Power BI dann nochmal. Yammer, Posting in Communities kann man nur Admins jetzt vorbehalten. Also sprich, ähnlich wie wir das in Teams kennen, dass man einen Kanal moderiert, geht das jetzt auch in Yammer, dass man sagt, nur bestimmte Personen, also die Admins können in eine Community posten. Außerdem gibt es dann die offiziellen Communities. Ihr kennt es vielleicht von Twitter mit dem blauen Häkchen dran, dass man da bestimmte Communities als offiziell registrieren kann, dass man da direkt sieht, okay, das hat jetzt nicht gestern der Azubi eröffnet. Hier drüber, über die drei Punkte, kann man diese Community dann als offiziell markieren. Dann gab es einen ausführlichen Blogbeitrag, falls das jemand interessiert, wie denn der Yammer-Feed zustande kommt. Ich habe da auch schon Diskussionen mit Kunden gehabt, warum sehe ich was in meinem Feed oder sehe ich was nicht. Microsoft hat das jetzt mal erklärt, wie das zustande kommt, wie sie das Ganze in eine Reihenfolge bringen. Kann man mal reingucken, wenn das für euch ein Thema ist. Windows 11 ist jetzt da. Microsoft hat da auch direkt etwas Marketing betrieben. Wahrscheinlich hauptsächlich ging es ums Marketing bei Windows 11. Ich habe hier mal einige wichtige Beiträge für euch zusammengesammelt auf der Folie rund um Windows 11, die ganzen News. Ein paar Sachen hatten wir die letzten Male schon. Am 5. Oktober, meine ich, ist es erschienen und kann jetzt offiziell dann heruntergeladen werden oder auf Geräten erworben werden. Es gibt in Windows 11 dann künftig auch ein neues Paint. Das kriegen jetzt gerade die Insider von euch. Also der, wo Windows 11 jetzt ganz normal installiert hat, noch das alte Paint. Aber da kommt ein neues Paint mit ein paar neuen Funktionen. Genauso wie eine überarbeitete Foto-App. Die ist bei mir schon drauf und die ist immer noch schlecht in meinen Augen. Nicht, weil sie an Funktionen mangelt, sondern weil es mich unfassbar nervt, wenn ich weiter drücke, also auf das nächste Bild gehe, dann wird das Bild zuerst unscharf dargestellt und es dauert dann gefühlt eine halbe Sekunde, bis das Bild dann scharf ist. Und es nervt unheimlich, wenn man da viele Bilder durchgeht. Ich arbeite sehr viel mit irgendwelchen Screenshots und so weiter und jedes Mal, ja, ist das Bild zuerst mal unscharf. Ich nehme weiter den Irfan View oder wie man den ausspricht, bei dem funktioniert das. Teams ist nicht gleich Teams unter Windows 11. Da könnt ihr euch direkt mal darauf vorbereiten. Da werden sicher viele Fragen dazu geben. Es gibt in Teams in Windows 11 ein Teams, das ist hier das rechte, mit dem weißen Teams-Logo. Und das obere in dem schwarzen Kästchen, das ist dann Teams Home. Also sprich, das funktioniert nur mit eurem persönlichen Account und es gibt dann ein Microsoft Teams Work or School. Das ist das Teams, das wir auch gerade verwenden. Haben Sie wieder mega Idee gehabt mit dem weiß und lila Bild, super erklärungsbedürftig, weil man sich natürlich im Teams Home auch nicht anmelden kann mit dem Geschäftsaccount und er auch dann nicht sagt, hey, verwend doch Teams Geschäft, sondern er sagt einfach, geht nicht, dein Account wird nicht gefunden. Also von dem her,
Spannende Sache. Devices gab es einige neue, darunter ein neues Surface Duo 2 mit verbesserter Kamera und ein paar anderen Verbesserungen, die man alle bemängelt hat. Und es gibt neu das Surface Laptop Studio. Das ist das Gerät hier vorne im Vordergrund. Man kann das Ganze als Laptop verwenden oder man kann es so einklappen, wie man es hier auf dem Bild sieht, und dann auch so zusammenklappen, dass es aussieht wie dieses Studio. Also sprich, dass es vor einem dann der Bildschirm auf dem Tisch liegt. Das war zu weit. Genau, hier habe ich auch noch mal ein Video zu dem Gerät rein verlinkt, wo man das noch mal genauer angucken kann. Ist wohl jetzt dann auch das leistungsstärkste Gerät von der ganzen Surface-Reihe. Dann eine neue Teams-Version für Surface Hub. Alex, du hast es schon vorgestellt, dann gehe ich gleich darüber hinweg. Und dann bleibt mir noch das Feedback und jetzt die Folien von Power BI vom Arthur. So, ich hoffe, ihr seht die Folien. Wenn nicht, alles gut, Proteste, dann ja, Entschuldigung nochmal für die technischen Probleme. Wie gesagt, es gibt jetzt der Konnektor, der für Power Automate, Power BI Konnektoren sind jetzt öffentlich. Dann, das hatte ich ja auch schon mit erwähnt, dass es neue Buttons gibt, bevor das Ganze dann abgestürzt war. Dann gibt es jetzt auch, wow, da müsste man denken, das hätte es schon immer geben müssen, Labels für Liniendiagramme. Ja, aber nun gibt es die, nun können wir auf die weniger transparenten Legenden verzichten, wenn viele Linien dabei sind. Auch eine nette kleine Verbesserung. Dann gibt es jetzt den Label-Support für Vorlagen. Also wir können ja jetzt schon seit ein paar Releases quasi die Vertraulichkeit von Power BI Reports einstufen und jetzt können wir das Ganze auch exportieren in Vorlagen. Und die Insights, das ist jetzt ein Vorschau-Feature im Webservice, also geht in Richtung eben automatische KI-basierte Highlights, die hervorgehoben werden. Das zeigt auch, in welche Richtung Microsoft da möchte mit dem BI. Und jetzt könnt ihr euch das gerne anschauen unter den Punkt Insights. Und zu guter Letzt die Goals, etwas, was dieses Jahr neu dazugekommen ist, unterstützt jetzt auch Regeln. Also da werden Kennzahlen, Ziele regelbasiert anhand der BI-Berichte aufgefüllt. Da müssen sich erstmal Use Cases entwickeln aus meiner Sicht, weil es noch relativ neu ist. Aber auch da stabilisiert sich das Ganze einfach. Ja, und das war's auch schon. Von daher gebe ich gerne wieder ab an dich, Thomas. Super, herzlichen Dank. Ich darf nochmal das Feedback-Formular teilen. Vielleicht können wir es noch kurz reinposten in den Chat, Dominik. Und dann unsere Kunden und Modern Work Manager darf ich wie jedes Mal nach dem News-Sendung wieder in den Modern Work Talk dann einladen, der gleich um 14.45 Uhr beginnt. Dann herzlichen Dank und euch einen schönen Nachmittag. Bis zur nächsten Sendung im November dann schon. Unglaublich, das Jahr schon bald vorbei. Herzlichen Dank auch an die Community-Experten, die wieder fleißig Folien hier beigetragen haben. Vielen Dank. Alles Gute auch noch an den Hans, der heute Abend mal wieder eine Präsenzveranstaltung hat und wie ich gesehen habe, der im Fahren uns weiter verfolgt. So hat es zumindest vorher ausgesehen. Und dann bis bald. Servus und ciao.